macht Sinn. Felsspalte wäre vielleicht für den Zwerg interessant, aber ich glaube nicht, dass sie besser ist wie die Waffe, die er jetzt hat. Dietrich, Blattkreuz, Zwergenstab und noch ein Helm. Nicht so auffällig. Steineiche können wir nicht nehmen. Das ist ein Zwerg nehmen. Kohle können wir auch nicht nehmen, aber den Stahl können wir nehmen. Die Kohle muss Krea nehmen. Zum Horizont. Cool. Krea, du nimmst mal die Kohle. Die Steineiche muss, glaube ich, der Zwerg nehmen. Der Zwerg hat die Steineiche. Sehr gut. So, unser Inventar ist proppevoll. Das liegt aber auch daran, dass wir so viele Schmiedehammer dabei haben, die wir gar nicht wirklich brauchen. Die können wir vielleicht ausmisten, weil die werden auch nicht viel wert sein, glaube ich nicht. Also klar, in der Masse sind sie dann doch wieder viel wert, aber insgesamt brauchen wir sie nicht. Da kommt nochmal Steineiche, das ist der Zwerg, bitte. Hier ist wieder nur Schrott. Da kommen wir auch nicht weiter, ne? Wenn wir doch mal Seife finden würden in einem dieser ganzen Schatztruhen, das wäre doch mal was. Seife wäre im Moment ein großer Schatz. So, dann laufen wir zurück. Und gehen in unsere wohlige Kammer. Ja. Gut, wir haben jetzt zwei Schlüssel gefunden und haben zwei Bereiche aufgemacht. Einen Schlüssel hatten wir direkt bei dieser Zwergenleiche gefunden. Einen Schlüssel haben wir dann jetzt kürzlich erst gefunden, dann können wir den dritten Bereich noch aufmachen. Das heißt also, wir haben im Prinzip dann alle Zyklopenschlüssel gefunden. Der Zwerg hat uns versprochen, dass wenn wir ihm das Amulett geben, dass er uns noch einen Schlüssel gibt. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, der schon bei seiner Leiche lag. Also da kommt nicht nochmal ein zusätzlicher Schlüssel. Den haben wir uns ja einfach so schon geholt. So verstehe ich das jetzt zumindest. Ich werde trotzdem mal nach dem Amulett Ausschau halten. Weil im Prinzip kann uns das ja dann noch Abenteuerpunkte bringen. Wenn wir diese Quest erledigen, dem Zwerg sein Amulett zurückzubringen. Warum sollten wir es nicht machen? Ja, und dann bin ich gespannt, ob wir auch diese Goldstadt hier finden. Keine Ahnung. Findet man die hier wirklich? Ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem anderen Spiel, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt vor sehr vielen Jahren, 2008. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dem Spielstand, warte mal, geht es hier oben auch noch weiter? Dass ich in dem Spielstand irgendwie eine Goldstadt gefunden hätte. Ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich mich geärgert habe, dass man die nicht gefunden hat, obwohl da immer davon die Rede war. Die Charaktere reden davon und die Zwerge in Morolosch haben davon geredet. Hier muss ich weiter. Nein, das ist jetzt wieder zurückgelaufen. Aber manchmal dreht er einfach den Blick so und dann weiß man nicht mehr, wo man hinlaufen muss. Wir müssen hier gerade und dann rechts. Das müsste der Weg sein. Genau. Sehr schön. Puh, jetzt können wir mal durchatmen. Jetzt sind wir wieder hier zu Hause. Home sweet home. In unserer kleinen, unserem kleinen Bereich. So, und dann schaue ich doch mal gleich. Was ist denn? Ach ja, die Werkbank. Dann schaue ich doch mal gleich, haben wir noch irgendwo Steineiche? Hat irgendjemand noch Steineiche? Dann würden wir den nämlich dem Zwerg geben. Du hast noch Steineiche. Gibt es mal dem Zwerg. Kohle hat sie. Das passt. Du hast keine Steineiche, aber du hast Zwergenstahl. Das können wir ihm geben. Und Diamanten können wir ihm, glaube ich, auch geben. Okay, hast du auch noch Diamanten oder sowas? Du hast noch Gold und du hast auch noch Zwergenstahl. Ja, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir uns da unter normalen Stahl... Also alles, was so zum Schmieden ist, bekommt alles er. Gut. Und dann hast du keine Steineiche. Nein, hast du nicht. Du hast aber Eibenholz. Und Murmeln. Ja, die Murmeln, da muss ich mal gucken. So, der Felsspalter, der ist schon cool, ne? Statussymbol zwergischer Krieger und Anführer. Zweihandhiebwaffe 2W plus 4. Kann man die dem Zwerg geben? Ich glaube im Moment nicht, weil dessen Inventar ist voll. Gegengewicht. Können wir die Gegengewichte nicht stacken? Doch, die können wir stacken. Okay, hat noch jemand ein Gegengewicht? Nö. Die Murmeln, ja, keine Ahnung. Was wir mit den Murmeln machen sollen. Da ist die Steineiche. Gut, du kannst nochmal hier so einen Diamantschleifstein eigentlich benutzen. Da haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Platz.
Dann können wir ihm die Waffe geben und dann können wir mal gucken, wie die so ist, diese Waffe. Wo ist die denn da? Also der hat 2W plus 6 und die hat 2W plus 4. Aber er ist ein bisschen besser, 0 minus 2 und der ist minus 1 minus 3. Also er ist ein bisschen besser im Handling. Aber hier haben wir noch den Vorteil, dass wir 50% Chance auf Umwerfen haben. Und das ist jetzt schon sehr oft im Kampf passiert. Und das ist schon wirklich echt gut. So, dann werden wir uns mal steigern. 314 Punkte haben wir. Es hat keiner eine neue Stufe erreicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Wo ist denn die neue Stufe? Bei 14.000, glaube ich, ist die. Ne? Gucken wir mal kurz. Bei 14.500. Okay, 14.500. Also noch 1.000 Punkte ungefähr brauchen wir. Und Drano hat die nächste bei 13.000, oder? Ja, die nächste bei 13.000. Das dauert noch ein bisschen. Und hier auch ungefähr 1.000 noch. So, Krea. Ja, wir fangen mal mit den Zaubern an. Wir haben den Corpo Frigo benutzt. Den werde ich jetzt auch mal ein bisschen steigern. Nicht zu viel, weil der ist teuer. Den Balsam haben wir benutzt. Den sind wir auf dem Maximum. Den Attributo Körperkraft möchte ich auch noch mal steigern. Sind wir auch auf Maximum. Den Ignisfero werden wir steigern. Dann sind die Punkte schon fast weg. Armatrutz können wir auch noch mal steigern. Auf 19. Sehr gut. Okay, dann sind die Punkte eigentlich schon weg. Dann sind die Punkte eigentlich schon weg. Wahnsinn. Alchemie hat sie nicht benutzt. Selbstbeherrschung kann man noch mal steigern. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Muss ich bemerken, dass ich sie Selbstbeherrschung noch mal steigern möchte. Okay. Passt so. Dann unsere liebe Elfe. Hier in DSA ist es Elfe. Da sind wir auf Maximum. Armatrutz sind wir auch schon auf Maximum. Hilfreiche Tatze auch. Balsam auch auf Maximum. Überall Maximum. Tja, der Acceleratus wäre vielleicht noch eine Idee. Paradebasis, Ausweichen und Trefferpunkt Schaden plus 2. Das könnten wir auf den Zwerg zaubern. Ziel Freund und die Dauer. Zauberdauer in Aktion ist nur 1. Das geht also auch sehr schnell. Aber die Spruchdauer hier, 12 Sekunden plus 2 mal ZFP Sekunden. Das wäre vielleicht was, was wir demnächst mal benutzen können, oder? Den Acceleratus, das werde ich probieren. Habe ich den hier unten drin? Habe ich den hier drin? Den habe ich hier nicht drin. Kein Wunder, dass ich den nie benutze. Doch, da ist er. Okay, also den Acceleratus, den sollte ich mal auf den Zwerg zaubern, weil ich glaube, das bringt wirklich was. Dann ist er besser im Angriff und in der Verteidigung. Und gleichzeitig macht er auch noch mehr Schaden. Das ist doch was. So, wir können hier die Tierkunde nach oben jagen. Das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten die Astralpunkte um 1 steigern. Vielleicht mache ich das mal. Und dann nehmen wir die Tierkunde nochmal um 1 hoch. Heilkunde Wunden können wir nochmal um 2 steigern. Das ist mal beim Maximum sogar. Die Selbstbeherrschung, klar, die Selbstbeherrschung. Machen wir so. Dann unser Drano. Wie schaut es mit der Waffe aus? Fechtwaffen ist auf Maximum. Okay, da können wir nichts machen. Dann Wildnisleben, ja, nicht wirklich. Selbstbeherrschung ist auf Maximum. Falschen ist auf Maximum. Wir haben sonst eigentlich nichts wirklich gelernt, ne? Schlösserknacken, Fallen entschärfen, das haben wir alles schon gekonnt. Wir haben sonst nicht wirklich was gelernt. Wir könnten einmal einen Lebenspunkt steigern. Vielleicht machen wir das mal. So. Und unser lieber Zwerg. Zwei Antiebwaffen geht nicht weiter. Ich hätte Zwergennase gesteigert. Aber da sind wir schon auf Maximum Selbstbeherrschung auch. Da machen wir vielleicht Sinnenschärfe. Die hat uns ja doch ein bisschen weitergebracht. Ja, den Rest könnten wir eigentlich auch behalten so. Würde ich mal sagen. Den Rest behalten wir mal so. Gut. Dann haben wir gesteigert und dann werden wir weitermachen. Nee, das ist die falsche Richtung. Wir müssen da hinten hoch. Dann werden wir weitermachen. Ich glaube, ich gucke mal ganz kurz, ob Krea hier was brauen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die nötigen Sachen dabei haben, aber wir haben nicht genug. Ja, wir haben leider nicht genug Kräuter mitgenommen oder so. Und hier in den Höhlen findet man natürlich keine Kräuter. Das ist ja ganz klar. Aus diesem Grunde gehen wir mal wieder hier hoch und machen die letzte Zyklopentür auf und schauen nach, was dort für ein Spruch auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Und wenn wir jetzt geheime Türen finden, geheime Wände finden, dann werden wir die in Zukunft gleich aufmachen, weil ich merke schon, da geht es dann nicht mehr so viel weiter. So, wir müssen jetzt nach oben laufen und im oberen Stockwerk diese Tür aufmachen. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Ich hoffe, das Ende der Questen. Wir haben ja noch einige Questen offen. Was haben wir denn alles offen? Wir haben seltsame Erscheinungen. Wir haben den Zwergengeist mit seinem Amulett.
Wir haben die letzte Inschrift, okay, und hier sollen wir Hinweise auf das adamantene Herz finden und wir sollen das Vertrauen der Zwerge gewinnen. Ich dachte, das hätten wir schon. Wir sind doch schon da unten jetzt. Naja, keine Ahnung. Merkwürdig. Vielleicht ist das nochmal extra. Vielleicht sind das nochmal extra Zwergenhöhlen, wo wir da mit dem adamantenen Herz irgendwas anstellen sollen. Kann ich mir schon vorstellen. So, hier links. Und da müsste dann die letzte Türe sein. Da ist sie. Ich speichere nochmal. Und dann gehen wir hin. Die letzte zyklopische Tür. Hallo, geh mal weg da oben. Nochmal richtig schön viel Erfahrung bekommen. Sehr schön. Und dann wurden einige Questen aktualisiert. Sammle Hinweise. Ich habe alle Inschriften gefunden, die auf das adamantene Herz hindeuten. Es muss hier im Ambossgebirge sein, möglicherweise gar nicht weit entfernt. Reise durch die Feuerfälle. Jetzt gilt es, durch die Feuerfälle zu reisen, um das adamantene Herz selbst zu finden. Dazu muss ich das Portal in Aldessias Wohnstätte durchschreiten. Das haben wir doch schon gemacht. Keine Ahnung. Die tiefen Höhlen. Erkunde die Höhlen. Finde die Teleportscheibe. Okay. Ich habe über den Teleporter, wie erhofft, die Höhle erreicht. Nun heißt es, den Bereich, in dem ich gelandet bin, zu erforschen und einen Weg zurück nach Morodosh zu finden. Aldessia muss hier einen wichtigen Hinweis auf den Verbleib des adamantenen Herzens vermutet haben. Trotz allem ist Eile geboten und ich weiß nicht, was meine Gegner in der Zwischenzeit so alles anstellen. Ja. Was auch immer ich bei meinen Erkundungen finden werde, ich muss auch nach einem Rückweg suchen. Denn die Heimreise durch den Teleporter ist versperrt. Offenbar fehlt zum Aktivieren des Teleporters eine von den Obsidian-Scheiben. Okay. Finde den Flammenhelm. Die Inschriften sind eindeutig. Um weiterzukommen, brauche ich den Flammenhelm. Die Texte implizieren, dass er hier irgendwo in der Nähe sein muss. Wahrscheinlich haben die untoten Gräume ihn weggeschleppt. Das ist natürlich spannend. Okay, das schauen wir uns an. Und dann werden wir jetzt erstmal hier weitermachen. Und den Attributo Körperkraft hier mal sprechen. Wir müssen einen neuen Bären holen. Schau mal, der ist, bleibt nur noch 1,5 Minuten. Mal eine neue Tatze, bitte. Genau. Dann hat sich der erledigt und der hier kommt. Und sie braucht noch ein Attributo. Und dann sind wir bereit, hier weiterzugehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal ungemütlich werden könnte, da drin. Dass wir die Gräume hier besiegen müssen, die den Helm bewachen. Da sind sie doch schon. Da sind sie auch schon. Untoter Kräum. Ich sehe sie leider noch nicht. Vielleicht begrüßen wir die gleich mal mit einem Feuerball. Sehr schön. Vielleicht mal hier dann ein Fulminictus auf den hier. Der ist ja auch schon geschädigt. Nochmal ein Fulminictus auf den dort. Wisst ihr was? Wir machen jetzt aber stattdessen erstmal kurz einen Acceleratus auf den Zwerg. Du machst einen Todesstoß auf den und du machst einen Wuchtschlag. Ah, Mist. Okay, wir sehen es nicht. Der Zwerg hängt da hinten fest. Verdammt. Der Zwerg hängt da fest. Geh mal hier hin. Und dann hier hin. So, jetzt muss es gehen. Okay, du machst ja den Fulminictus und hier kommt der Todesstoß. Also lassen wir es jetzt erstmal. So, du hast einen Acceleratus, ne? Aber nur 10 Sekunden. Das ist ja gut, weil sie wenig Power dort hat. Das ist ja eigentlich auch klar. Das ist Trano. Auf Trano wollen wir nicht gehen. Wir wollen auf den Kräum hier gehen. Sie muss da einfach noch ein bisschen steigern. Aber jetzt haben wir den ja mal benutzt und jetzt haben wir ja auch noch gute Gelegenheit, den zu steigern, denke ich. So, der Zwerg muss jetzt richtig schnell sein. Ja, er läuft auf jeden Fall schon mal schneller. Gut, hier machen wir einen Wuchtschlag von Kriya. Auf den hier. Wo ist denn Kriya eigentlich? Ah, der steht da. Gut, den haben wir schon. Ich versuche mein Bestes. Gut, schaut mal, der hat jetzt nur noch 6 Lebenspunkte. Da haben wir schon mal ganz gut was gemacht. Tranor, du greifst mal hier den an mit den 6 Lebenspunkten. Und Kriya, du entgiftest mal den Tranor, bitte. Und der Bär ist auch vergiftet.
Das ist nicht gut. Der hier will zu uns. Warum will denn der zu uns? Mal anderes und noch einen Fulminictus. Nee, nicht auf den. Auf den hier bitte. Was will denn der bei uns? So, den haben wir. Sehr schön. Dann kommt ein Hammerschlag auf den. Der ist vergiftet. Sollte sich aber gleich erledigen. Und dann machst du nochmal einen Wuchtschlag. Geht nicht. Dann machst du nochmal einen Fulminictus. Auf wen denn? Auf der ist schon tot. Auf den hier. Das sind da doch einige Kräume hier jetzt. So, wir sind jetzt von dem anderen weggelaufen. Von dem anderen Kräumen. Das hast du schlau gemacht, Vendala. Ja. Sehr gut. Der hat nur noch 27 Lebenspunkte. Das ist, glaube ich, der hier. Lass uns den hier erledigen. Den haben wir erledigt. Nein, Quendala, wir gehen jetzt erstmal gegen den hier gemeinsam. Alle zusammen gegen den. Und dann kann man uns... Ach, da ist auch noch einer. Okay, dann erstmal alle zusammen gegen den. Der hat noch 42 Lebenspunkte. Das kriegen wir auch hin. Und jetzt alle zusammen gegen den. Das ist der letzte. Ja, sehr gut. Und dann schauen wir doch mal, was die so bei sich haben. Wahrscheinlich können wir davon nichts nehmen. Nein. Dietriche. Dietriche kannst du holen. Ich wollte mal weg. Zu euren Diensten. Gegengewicht. Teil der Diamantstaub. Sehr gut, können wir alles decken. Kohle, okay, da muss Krea ran. Und das Gegengewicht, glaube ich, können wir auch Fokrim geben. Ich glaube, Fokrim hat, glaube ich, Gegengewicht, oder? Ja. So, Krea, du gehst mal hier hin und holst dir die Kohle. Das ist die Frage, in welche Richtung laufen wir weiter? Nach da oder nach da? Erstmal speichere ich. Und entgiften den Bären. So, und jetzt, Krea, ich glaube, wir laufen hier erstmal die Abzweigung rein. Oh, was steht denn hier? Steht da irgendwas mit Zyklop? Zyklopentür? Also die Zyklopentür, doch, die sind wir ja gerade durchgelaufen. Okay, dann geht's mal hier weiter. Hier könnte auch wieder eine Falle sein. Oh, hier verzweigt sich alles nochmal. Da geht's weiter und da hinten geht's auch weiter. Deshalb so langsam, weil ich hier Fallen vermute und wir werden schon wieder angegriffen. Hier ist ein Krolm vor uns. Irgendwo vor uns ist ein Krolm. Hier ist einer. Okay. Ich bleibe aber erstmal hier stehen, weil ich glaube, dass hier eine Falle ist. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Falle ist. Der soll erstmal zu uns kommen. Es sind sogar mehrere. Gut, Krea, vielleicht kannst du eine Feuerwalze mal hier hinter schicken. Nein, der Rest soll hier bleiben. Ja. Dieser Bär, das ist schon immer ein bisschen nervig, dass der da ständig hinlaufen will. So, dann machen wir hier mal Action. Und du machst mal auf den, der brennt, einen Hammerschlag und du machst einen Todesstoß hier. Dann sollten wir die beiden eigentlich schon mal erledigt haben, denke ich. Das sind mehr. Nee, da kommt noch einer. Das kommt gleich der Hammerschlag. Sehr gut, den einen haben wir schon, aber da hat sich ein Geist gebildet, leider. So, dann alle bitte gegen den Geist. Die Geister sind meistens relativ einfach, bloß die haben halt diese Fähigkeit, dass sie Blitze verteilen. Blitz dich find, Zauber. Jetzt sind wir alle geblitzt. Ja gut, das bedeutet, dass wir Nachteile, glaube ich, im Attacke haben und Parade. Weil wir ja nichts mehr sehen. Das ist ja der Witz von dem Zauber. So, den haben wir auch. Sehr gut, dann war es das auch wieder. Ich schaue gleich mal, was die dabei haben. Was Spannendes. Krea nimmt das jetzt erstmal alles und dann verteilen wir das gleich. Drei waren es, das passt, genau. Also die Feuerflamme kriegt er, die Feuerfalle kriegt er. Parierstange, glaube ich, er. Seidendrüse, glaube ich, hat sie. Diamantstaub hast du, glaube ich, ne? Gegengewicht hat, glaube ich, der Zwerg. Ja, glaube ich. Also, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist alles inzwischen so verwirrend. Ja, Gegengewicht hatte er. Das war schon alles richtig. War schon alles richtig, gut. Die
Frage ist, gehen wir jetzt hier wirklich weiter? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier sehr verzweigt ist und wir vielleicht doch erst in die andere Seite gehen sollen.